Heute mache ich mir einen Pfannkuchen zum Frühstück. 3 Esslöffel Mehl, Salz, ein Ei, Milch und Waldheidelbeeren. So, der Teig wird jetzt gerührt. Dann lassen wir ihn 5 Minuten ziehen. So. Eine Seite ist gebacken. Noch eine Tasse Kaffee dazu. Und fürs Abendbrot gibt es Hackfleischkügelchen. Ich sage nur eins, lecker. Die Speerlanze wird jetzt abgeschnitten. Dann wird sie gebeizt. Und hier ist die Speerspitze. Nicht, dass ihr meint, ich habe den ganzen Tag nur gegessen. Ich habe auch etwas gearbeitet. Und zwar habe ich, schaut, 2 Streitäxte und einen Speer, einen Wikingerspeer. Und hier sind auch noch 2 Äxte, hier ein Schild und die 2 Streitäxte dazu. Dann ist das Projekt Wikingerbett fertig. Bis zum nächsten Kapitel. Tschüss.